Willkommen allerseits. In diesem Video sprechen wir über SEMrush.Trends, einer wettbewerbsfähigen, intelligenten Lösung für tiefgehende Marktanalysen und Branchentrends. Sie enthält die Tools Market Explorer und Traffic Analytics. Sie bieten dir einen umfassenden Marktüberblick und versorgen dich mit Daten über die Leistung deiner Wettbewerber, deren Taktiken zur Traffic-Erfassung, den Interessen der Zielgruppe sowie den Top-Seiten im Ranking und noch vieles mehr. SEMrush.Trends basiert auf einem einzigartigen Datensatz. Das Tool verarbeitet anonymisierte Daten über das Nutzerverhalten von mehr als 200 Millionen echten Nutzern, Billionen von Backlinks und Milliarden von Keywords aus unseren eigenen Datenbanken. Insgesamt ermöglicht es dir eine Vielfalt an Daten und Einblicke in jede Webseite, Branche oder jeden Markt in mehr als 190 Ländern und Regionen. Werfen wir einen detaillierten Blick in die einzelnen Tools. Du kannst den Market Explorer ganz einfach starten, indem du eine Domain eingibst und dann das für dich und dein Business relevante Land auswählst. Mit dem Market Explorer kannst du Analysen auf verschiedenen Ebenen durchführen. Um einen Blick in eine spezifische Nische zu werfen, fügst du einfach eine Domain deiner Wahl ein und erstellst einen benutzerdefinierten Markt. Du kannst auch den Analyseumfang auf Mitbewerber der Branche ändern, um eine globale Perspektive zu erhalten. Hier liefert dir das Tool den Überblick über den Wettbewerb am Markt mit seinem gesamten Traffic und dem Marktanteil der analysierten Domain. Wenn du wissen willst, wer die Schlüsselfiguren in deiner Branche sind, schaue dir den Wachstumsquadranten an. Alle Domains in dem Quadranten sind in vier Kategorien bezüglich ihres Traffic-Volumens und ihres Traffic-Wachstums eingeteilt. Die Leaders und Established Partners sind die stärksten Konkurrenten und verzeichnen den meisten Traffic in ihrem Markt. Game Changers sind vielleicht noch nicht so bekannt, aber sie nutzen offensichtlich sehr effektive digitale Marketingstrategien, denn sie weisen ein schnelles Wachstum ihres Traffics auf. Die Matrix gibt dir einen leicht verständlichen Überblick darüber, welche deiner Mitbewerber du besonders im Auge behalten solltest. Du kannst dir auch das dynamische Wachstum jeder Domain anzeigen lassen, indem du die aktuelle Position am Markt mit der im vorherigen Jahr oder Quartal vergleichst. Der Share of Visits-Bericht zeigt dir den Marktanteil aller relevanten Domains in deiner Branche. Er zeigt den gesamten Traffic und eine Aufschlüsselung nach Quellen. Damit ist es viel einfacher für dich zu bestimmen, wer deine wichtigsten Wettbewerber in verschiedenen Kanälen sind, sodass du ihre organischen, bezahlten, sozialen und anderen Kampagnen jeweils genauer analysieren kannst. Der Bericht Total Traffic Trend zeigt dir, wie die ausgewählte Domain im Vergleich zum Gesamtmarkt abschneidet. Du kannst genau sehen, ob sie dem allgemeinen Markttrend folgt oder aus der Reihe fällt. Ebenso kannst du das Wachstum der Domain nach Quellen analysieren. Dieses Diagramm zeigt genau, welche Kanäle am meisten zum Wachstum deiner Wettbewerber beigetragen haben und wie erfolgreich ihr SEO, der Linkaufbau, Social Media und weitere Strategien im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern war. Über den Reiter Demographics erfährst du mehr über deine Zielgruppe. Hier findest du eine Aufschlüsselung der Zielgruppe nach Alter und Geschlecht, erfährst mehr über ihre Vorlieben in sozialen Medien und kannst anschließend die besten Kommunikationskanäle für dich festlegen. Darüber hinaus kannst du dir ein Bild über die wichtigsten Interessen deiner Zielgruppe machen und verstehst deine Buyer-Persona besser. Der nächste Reiter heißt Benchmarking. Dieser Bericht vergleicht nebeneinander die digitalen Marketingstrategien von bis zu 5 deiner Mitbewerber. Hier kannst du den Traffic-Trend für jede Domain einsehen, mit dem Marktdurchschnitt vergleichen und die Strategien der Wettbewerber zur Steigerung des Traffics vergleichen, um Ideen und Möglichkeiten für dein eigenes Wachstum zu erhalten. Verpasse nicht das Diagramm für die Social Media Distribution Strategie, denn damit kannst du die Präsenz und den Erfolg deiner Wettbewerber in Bezug auf den Traffic in sozialen Medien einsehen. Im Reiter All Domain findest du die vollständige Liste aller Branchendomains. Du kannst die Liste nach dem totalen Traffic oder den Traffic einer bestimmten Quelle sortieren, um die besten
und die schlechtesten Webseiten hinsichtlich Performance zu finden und ihre Veränderungen beim Traffic im Vergleich zum vorigen Monat einsehen. Die Domains kannst du als CSV-Datei downloaden oder einen benutzerdefinierten Bericht anfordern, wenn du spezifische Anforderungen hast. Das Traffic Analytics Tool wurde entwickelt, um für jede Webseite am Desktop oder auf mobilen Endgeräten Schätzungen für den Traffic zu liefern. Du kannst damit Benchmarks erstellen, einen neuen Markt oder eine neue Nische bewerten, sowie wertvolle Insights deiner Wettbewerber und potenziellen Kunden erhalten. Um das Tool zu starten, gibst du einfach die zu untersuchende Domain ein und klickst auf Suche. Unter dem Reiter Overview bekommst du sofort eine Übersicht zu den wesentlichen Kennzahlen der Analysen von Traffic und Benutzerinteraktion, wie Anzahl der Besuche und Besucher, besuchte Seiten, Dauer des Besuchs sowie die Absprungrate. Abhängig von deinen Anforderungen lassen sich die Analysen nach Monat, Land oder Endgerät eingrenzen. Mit SEMrush.Trends erhältst du uneingeschränkten Zugang zu den Daten. Bitte beachte, dass dir der Indikator für Genauigkeit, Estimated Accuracy Indicator, genau sagt, wie exakt diese Daten sind. Die beste Verwendung für das Traffic Analytics Tool ist jedoch das Benchmarking. Du kannst bis zu 5 Domains hinzufügen, um sie nebeneinander zu vergleichen, ihre Leistung zu überwachen und potenzielle Schwächen in der Qualität ihrer Benutzerinteraktion und ihrer Strategien zur Generierung von Traffic aufzudecken. Kommen wir jetzt zu den Details des Traffic Journey Reports. Dieses Widget stellt die Besucherströme dar und zeigt die Topquellen für den eingehenden Traffic der Wettbewerber sowie die häufigsten Zielseiten, die die Besucher aufrufen, nachdem sie deine Webseite verlassen haben. In der folgenden Tabelle findest du eine vollständige Liste der wichtigsten Geschäftsverbindungen und Partner deiner Wettbewerber sowie deren Zielseiten, aufgeschlüsselt nach Kategorie. Auf Basis dieser Daten kannst du mit mehr Vertrauen als bisher neue Partnerschaften entdecken sowie deine nächsten Werbekampagnen und ihre entsprechenden Kommunikationskanäle planen. Auf der Registerkarte Audience Insights kannst du deine Webseite mit den Wettbewerbern vergleichen und abschätzen, wie viele Besucher du mit ihnen gemeinsam hast. Außerdem erhältst du einen Eindruck von der Größe der einzelnen Zielgruppe deiner Wettbewerber. In der folgenden Tabelle siehst du die Präferenzen der Benutzer und die anderen von ihnen besuchten Webseiten. Du kannst eine bestimmte Kategorie auswählen und neue Plattformen finden, auf denen du mit potenziellen Kunden in Kontakt treten kannst. Das hilft dir bei der Steigerung deiner Markenbekanntheit bei der Zielgruppe deiner Wettbewerber und bringt dir zusätzlichen, hochwertigen Traffic. Der nächste Reiter heißt Top Pages. Der Bericht liefert dir detaillierte Traffic-Analysen auf URL-Level. Hier erfährst du, welche Produkte, Angebote oder Inhalte deiner Mitbewerber am beliebtesten sind, welche Kanäle für deren Werbung genutzt wurden und kannst sogar die Conversion Rate für E-Commerce-Webseiten abschätzen. Überprüfe dazu die Menge an Zugriffen, die auf die Seiten geleitet werden, die in der URL möglicherweise Warenkorb, Zahlung oder Danke enthalten. Falls du Daten für eine übergeordnete Analyse benötigst, solltest du unbedingt die Berichte zu Unterordnern und Subdomains nutzen. So bekommst du Informationen darüber, welche Teile der Webseiten der Wettbewerber besser abschneiden, mehr Traffic erhalten und von welchen Kanälen dieser stammt. Arbeitest du in Kooperationen mit internationalen Unternehmen, dann hilft dir der Bericht Geo-Distribution weiter. Er ermöglicht dir, die Leistung der Webseite in bis zu 5 Ländern oder sogar Subkontinenten zu vergleichen, um die Regionen mit dem meisten Potenzial zu bestimmen und stagnierende Märkte zu finden, die eine Investition möglicherweise nicht wert sind. Der letzte Bericht in diesem Tool ist die Bulk Analysis. Damit kannst du bis zu 200 Domains deiner Wahl gleichzeitig prüfen. Du kannst damit Leads qualifizieren, potenzielle Partner für den Linktausch finden oder Webseiten von potenziellen Affiliate-Partnern identifizieren. Kopiere einfach die Liste der Webseiten und der Bericht liefert dir die wichtigsten Kennzahlen für deine Analyse.
Falls die Daten aus der SEMrush.Trends-Oberfläche nicht ausreichen, dann nutze die Traffic Analytics API. Du kannst die Rohdaten aus dem Tool abrufen und in andere Business Intelligence Software, Datenvisualisierungstools, benutzerdefinierte Dashboards und alles, was du für Analysen und Berichte verwendest, integrieren. Mit der Traffic Analytics API erhältst du die Daten zur Leistung jeder Domain und damit mehr Details zu deren Traffic-Quellen, den Traffic-Zielen, die Subdomains, die Zielgruppe, den Top-Seiten und vieles mehr. Ausgestattet mit diesen Daten evaluierst du ganz leicht neue Märkte und potenzielle Partner, entdeckst Investitionschancen und Marketingmöglichkeiten, qualifizierst Leads und Interessenten und kannst die Daten für weitere Analysen nutzen, die zu deinem Geschäftswachstum beitragen. In dem Bereich My Reports kannst du überzeugende und visuell aufgearbeitete Berichte innerhalb von wenigen Minuten erstellen. Du kannst die gebrauchsfertigen Vorlagen nutzen oder Berichte von Grund auf neu erstellen. Wähle einfach das gewünschte Widget aus der Galerie und gib die erforderlichen Daten ein. Fertig! Hier findest du auch die Widgets für Traffic Analytics und andere Tools. Du kannst sogar dein Google Analytics-Konto, die Search Console oder Tools von anderen Anbietern mit allen verfügbaren Daten deiner Leistung in einem einzigen Bericht kombinieren. Wenn alles fertig ist, mailst du alles im PDF-Format und planst die Berichte im regelmäßigen Turnus. Das Tool aktualisiert die Daten jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat und sendet sie automatisch an dich, deine Kunden, Manager oder Kollegen. Das war der Überblick für SEMrush.Trends. Die Tools, die wir heute vorgestellt haben, sind ein guter Ausgangspunkt für Marktforschung und Wettbewerbsbeobachtung und helfen dir beim Entwickeln einer soliden und effektiven Marketingstrategie. Um deine Recherche zu vertiefen, nutzt du am besten alle SEMrush-Tools. So kannst du die Keywords und Backlinks der Wettbewerber analysieren, bezahlte und Social-Media-Kampagnen analysieren und deren Content-Marketing-Bemühungen bewerten. In unserem Blog haben wir alle relevanten Artikel zum Thema Marktforschung gesammelt und geben dir wertvolle und vor allem realisierbare Tipps, wie du den Markt analysieren kannst und eine eigene Buyer-Persona erstellst. Außerdem findest du dort fortgeschrittene Taktiken und Ratschläge, wie du neue Wachstumschancen entdeckst. Weitere Informationen findest du auf der Plattform, die unter anderem detaillierte Benutzeranleitungen, Artikel mit Anleitungen, Webseminare, E-Books und noch viel mehr enthält. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.